Hallihallo, liebe machtbesessene Freunde und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Heute gemeinsam mit dem Mushroom. Grüß dich. Hallo. Ja, heute nur zu zweit, aber ja, wir machen auch was ganz Besonderes. Da ist man mit zwei Spielern mehr als genug. Und zwar werden wir heute mal Missionen anschauen, gar nicht mal im Multiplayer. Die Missionen gibt's auch noch und ich finde, die sind eigentlich auch ein netter Modus. Und da gibt's ja, Training, das ist so mehr oder weniger ein Tutorial. Wen das interessiert, weise ich einfach mal auf unser Early Access Let's Play, was wir zu Battlefront gemacht haben, hin. Da habe ich mal von diesen 5 Missionen 4 Stück gespielt. Aber vielleicht werden wir auch im Laufe des Battlefront, also des Hauptspiel Let's Plays, vielleicht auch nochmal reingucken. Also wenn es jemand interessiert, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das auch mal sehen wollt. Ansonsten gibt es zwei ganz andere interessante Modi. Und zwar einmal gibt es Schlacht. Da kann man entweder gegeneinander spielen, das heißt Mushroom gegen mich oder ich gegen ihn, wie man will. Oder es gibt auch den Modus, wenn man alleine ist, keine Freunde hat, ja, sowas soll es geben. kann man auch gegen die KI spielen, den ganzen Modus. Und dasselbe gibt es mehr oder weniger auch bei diesem Überleben-Modus. Das ist nichts anderes wie ein Wellen-Modus. Kennt man vielleicht auch, wenn man auf unserem Kanal vielleicht das schon verfolgt hat, aus dem Beta-Let's Play. Da haben wir das nämlich schon mal gespielt. Und zwar, da geht es darum, dass man alleine oder zu zweit, also im Koop, ja, immer stärker werdende Wellen besiegt. Und das hat, finde ich, in der Beta viel Spaß gemacht. Das große Problem war einfach nur, wir hatten in der Beta nur von 15 Wellen, konnten wir nur 5 spielen und daher war das ein bisschen schnell und einfach. Und ich würde sagen, wir fangen aber mit dem Wellenmodus an. Ja. Und da gibt es dann auch 4 Stück, quasi auf jedem Planeten eine. Einmal auf Tatooine, auf Sullust, auf Endor und auf Hoth. Und ich würde sagen, wir spielen tatsächlich einfach die gleiche Map wie zur Beta. Was sagst du dazu, dass wir endlich mal sehen, wie geht's eigentlich weiter? Okay, von mir aus können wir das gerne machen. Auf Tatooine, bitte. Auf Tatooine, ja, dem Wüstenplanet, Heimatplanet von Anakin und Luke Skywalker. So, es gibt verschiedene Sachen, die wir erfüllen können. Wir können einmal einfach die Mission auf Normal schaffen, auf Schwer schaffen. Wieso nochmal zweimal auf Schwer? Bei mir steht Meister. Ah, Meister, so ein Schwermeister. Das ist für mich selbst. So. Dann nie gefallen, Meister die Mission im Schwierigkeit schwer, ohne ein Leben zu verlieren. Okay. Meister die Mission in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad und finde alle Bergungsobjekte. Ja, da sind wir irgendwie auch schon mal gescheit. Ich würde sagen, wir machen auch mal normal. Dann können wir immer mal gucken, ob wir dann nochmal was anderes machen. Interessant finde ich, rechts sehe ich schon, Killer Garnele hat es schon mal im Solo-Modus gemacht. Hat aber ja, 37 stimmt. Minuten dafür gebracht. Ich ahne Böses. So, ich würde sagen, holen wir mal den Partner hier rein. Warte auf Buba Billy. Annehmen. Und ja, dann würde ich sagen, dann geht's auch schon los, dann lädt's auch schon. Sehr schön. Die ersten 5 Millionen waren eigentlich voll okay in der Beta. Und mal gucken, wie es noch danach wird. Also ich meine, 15 Wellen ist schon heftig, muss ich sagen. 15? Also, überleg mal. Ja. Da also kommen bestimmt so 5 AT-STs auf einmal. Da müssen wir schon echt gucken. So, jetzt gucken wir mal, was wir nehmen. Also Waffenauswahl alle Waffen haben wir alles. Das ist geil, richtig nice. Kann man alles ausprobieren. So, ich bin echt am überlegen, was ich nehme. Ich nehme die EE3. Du nimmst den was denn? EE3? Ja, das ist die EE das Blastergewehr. Ah, oh, okay, das ist. Ist es präzise? Weiß man das? Hast du schon mal gespielt? Noch nie, nein, das Ding ist erst ab Level, okay. Keine Ahnung was. Ja, weil ich will jetzt nicht unbedingt was nehmen. Boah, so ein Präzisionsgewehr wäre auch nice, ey. Aber ich glaube, ich weiß halt nicht, ob das ich so glaub, geil ist. Ich glaube, das T21B ist ein richtiges Präzisionsgewehr. Ja, das ist das einzigste Richtige. Wo. So, welche Hand nimmst du? Plünderer oder Vernichter? Ich weiß nicht, ich kann mich noch nicht für die Waffen entscheiden, weil ich will eigentlich lieber was Allround-Technisches haben, weil ich glaube, ein Präzisionsgewehr ist, glaube auf Dauer nicht das Beste. Ich glaube, ich nehme einfach mal eine etwas standardmäßigere Waffe. Wir spielen als Rebellen, deswegen bleibe ich einfach mal beim A280C, weil ich weiß halt nicht, wie die Waffe von Mushroom funktioniert. Und wenn die nämlich verkackt, ja, dann haben wir immerhin noch eine Waffe, die was kann. So, also, ja, es gibt verschiedene Sachen, Plünderer oder Ion-Torpedo. Ich würde auch wieder sagen, wie in der Beta, dass einer das eine nimmt, einer das andere nimmt. Genau. Ich würde sagen, was nehme ich denn lieber? Ich würde gerne, ich glaube, ich würde gerne den Ion-Torpedo dann doch mitnehmen, als den Vernichter. Dann das heißt, gerade gegen Fahrzeuge ist es ein bisschen besser. Du mit dem Sperrfeuer kannst gut gegen mehrere Bodeneinheiten auf einmal agieren. Ich habe noch ein Schild, was uns auch mal den Arsch retten kann, muss man auch sagen. Nee, ist ein Körperschild halt. Kann also nur mir den Arsch retten, aber was soll's. Ich würde sagen, ich gehe auf Start. Labern wir nicht so viel und gucken uns einmal die Zwischensequenz an. Nicht meine beste Landung. Oh, er kann sogar sprechen. Boah. Geil. So. Wahrscheinlich darf ich wieder die Frau sein. Boah. Irgendwie sieht es brutaler aus als in der Beta, oder meinst du es nur? Kommt mir auch so vor. Ja, so. Ich bin auf jeden Fall, glaube ich, die Frau, oder? Oder nicht? Ich weiß nicht. Geschafft, nee, ich bin. Der Macht sei Dank. Wow, okay. Doch, ich bin die Frau. Ui. Du bist vor uns bei ihnen.
Verteidigen Sie sich, bis wir Sie erreichen. Okay, ja, wir können einmal hier so mit den Chatpacks noch ein bisschen agieren. Chatpack ist richtig nice. Also wir sollen auf jeden Fall... Ah, oh, da oben steht schon 15 Bild! Ja, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir, also auf dem Radar sehen wir, wo die Gegner auch herkommen. Da unten sind sie auch schon. So, beim normalen Modus ist es so, dass die normalen Infanterieeinheiten eigentlich mit einem Schuss down sind. In der Regel, ja. Was ist hinter dir? Ja, ein Schuss und das... Ja, ja. Aber ja, wir werden auch später noch genug andere... Wo ist der jetzt hin? Oh, oh, das gibt sogar Schaden hier. Laut Radar müsste er hier... Ah, da ist er. Okay, ich habe ihn. Fürs Erste ist es vorbei. Fürs Erste ist vorbei, ja, wunderbar. Dann können wir ja jetzt Pause machen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Da hin, wo müssen wir denn hin? Hier rüber? Dann gehen wir doch mal darüber hier hin, würde ich sagen. Sie sind gleich in Reichweite unserer Scanner. Ups, das war das Falsche. Scheiße. Die sind ganz in unserer Nähe. So, dann holen wir. Achso, das sind diese Dinge, wo man die Schilder und so weiter. Uhr! Ganz in unserer Nähe. Oh! Fuck! Ich bin außerdem aus der Map gefallen. Das ist richtig nice. So. Oh Gott. Schaffst du es alleine? Warum bist du gestorben oder was? Ich bin aus der Map geflogen. Du Idiot. Ich bin's gewohnt, dass ich meine Granate werfe, da wo jetzt das Jetpack liegt. Ja, ja, Granate hast du aber keine. Das ja, das ist das Problem. Stirb. So. So, okay. Ich habe jetzt gewartet, nämlich wenn man wartet, dann verbraucht es kein Herz. Okay. Suchen Sie die Versorgungskapsel, die wir Ihnen geschickt haben. Ja, wo ist denn die? Ah, da kommt sie irgendwo. Da fliegt sie. Nee, die ist genau nicht. Hinter uns. Ah, deswegen sehe ich sie nicht. Wir müssen die Kapsel so, nochmal. Genau, jetzt müssen wir sie verteidigen. Jetzt haben wir quasi. Und wenn wir sie verteidigen, dann kriegen wir auch geile Power-Ups. Das müssen wir mal gucken. Je, da kommt was hergeflogen. Ah, da hinten ist so ein Collectible. Ein AT-ST. Ich hole das mal. AT-ST nähert sich ihrer Position. Ja, warte, ich habe ja dieses Teil, was ich auf ihn schießen muss. Wo ist er denn? Ich sehe ihn noch gar nicht. Ist er da schon? Wow, ja, ah, ja, da hinten läuft er schon. Okay, jetzt muss ich noch gucken. Das Problem ist, ich habe hier keine freie Schussbahn. Okay. Oh, der macht ja gar, das macht ja gar nicht viel Schaden. Ich dachte, das mal ein bisschen mehr Schaden. Oh, fuck, ey. Ey, ich glaube, wir hauen mal hier... Ne, wir können nicht abhauen, wir müssen das Ding verteidigen. Oh, jetzt können wir Dinge aufnehmen. Meins auf. Oh! Ich hab ein Schild, ist auch was wert. Geil, ich komm. Boah, das ist. Was hast du bekommen? Ah, da ist noch eins, ich nehme mal. Eine Annäherungsmine habe ich. Und Thermal-Exploder? Ne, will ich nicht verwenden. Er zieht sich zurück. Oh, das war scheiße, das war die falsche Tasche. Ups, ups, ups. Nice! Warte mal, ich hau aber jetzt. Hier, komm. Finaler Schuss. Ah, oder auch nicht final. Komm, stirb jetzt aber. Nice. Ah, gute Arbeit bis jetzt. Aber laut unserer Scanner steht Ihnen das Schlimmste noch bevor. Geil. Ja, das glaube ich auch. Da unten müssen wir hin. Da gibt es ein Herz. Das holen wir uns doch einfach. Ja, hol du es direkt. Oh, ah, da ist nochmal so ein Collectible. Das, ist ziemlich weit weg. Ich glaube, ich gehe drauf, wenn ich das Ding hole. Ach was. Ah, okay, gut. Die kommen aber hinter uns. Ja. Ich habe noch einen Thermal-Exploder, den werde ich erstmal in die. Ja, nimm du es. Scharfschützen. Ja, die ist das ja extra Leben für uns. So, da oben ist noch so ein Auf-Ding-Teil. Lass mal das noch holen. Vielleicht für deine Fähigkeit. Weil du hast, glaube ich, den Ionenschuss oder so. Oh, da schießen sie schon. Wo sind sie denn? Komm mal zu mir, wo bist denn du? Komm mal rüber, wenn es geht. Ah, da ist nochmal so ein Collectible. Hui! Später holen. Hol mal das Ding teil, ich versuche die mal ein bisschen aufzuhalten. Ja, das oh, welches Ding? Kann. Ah, das Aufladding oder was? Ja, ja, klar, dass du auch mal. Du hast, glaube ich, einen Ionenschuss oder sowas. Klasst du doch als dritte Karte, oder? Ja, das, ich habe aber 5 Stück noch. Ja, ist egal. Einfach mitnehmen, weil die kannst du ja perfekt gegen Fahrzeuge verwenden, weißt du? Die sind ja, die machen ja deine Laserschuss stärker gegen Fahrzeuge. Ja. Okay. Da fliegt so ein hässliches Vögelchen rum. Guck dir das bitte an. So, die sind immer noch da hinten. Ich behalte mal noch den Thermal-Exploder. Ja, da ja, gibt es noch so ein Ding-Teil, das hole ich mir jetzt. Aber mitten ins Getümmel. Ein Collectible? Ja, das ist schon das zweite, was wir haben. Vielleicht schaffen wir ja alle 5, wenn wir Glück haben. Da laufen die Scharfschützen. Ja.
sehen, die Scout Trooper. Kann man übrigens, das Outfit kann man übrigens im finalen im Multiplayer-Modus auch freischalten. Den Shock Trooper? Wie die, ja, genauso wie die Dark Trooper auch. Ja, die habe ich gesehen vorhin. Richtig, auch voll richtig teuer und erst ab Stufe 50. So, da gibt es nochmal neue Aufladung. Ich hole mal einfach das eine gleich. Oder ich hole mal das andere. Boah, ja. Wow, Welle 5, ich glaube, das war das, wo wir Infanterie plus ATSTs hatten. Boah, oh, da schießt schon was. Wow. Ich komme. Ich triff gerade nicht. Oh, Alter, jetzt mir zu blöd hier. Oh, die haben Schild. Aber das Schild kaputt schießen, ey. Oh, meine Waffe ist überhitzt. Und ist der Blaster gut, den du eigentlich hast? Eigentlich schon. Der hat einfach nur so, das Dumme ist so ein Dreierschuss drin. Das ist der. Aber das finde ich geil. Wellenschuss ist aber gut, weil ich schieße selber auch immer nur so wellenmäßig. Aber wenn das Ding trifft, macht das richtig ordentlich Schaden halt. Da noch einer. So, schauen wir mal. Ja, wo da hinten noch? Da hinten. Aber die Drops, die Pots, die runterkommen, ist ein bisschen weniger wie, ist ein bisschen verteilter wie in der Beta, ne? Ja. Weil Welle 5 war eigentlich schon der AT-ST wieder. Da hatten wir jetzt nicht, da hatten wir jetzt nur ganz viel Truppen. Es teilt sich halt, also es zieht sich alles ein bisschen in die Länge wahrscheinlich. Aber ich denke, das Finale wird trotzdem krasser sein. Ja, da müssen wir hin. So. Rein mal die nächste Welle. Ich ahne Böses. Geil, die kommen von allen Seiten. So, ja. Boah, und ich hole schon ATST. Ich hole schon mal. Alter, mach auf jeden Fall Ionenschuss jetzt gegen den. Wo ist der? Da vorne. Ich kümmere mich um die Infanterie, du um den ATSI. Mach Ionenschuss und voll drauf. Mach ich, hab ich. Okay, wunderbar. Ich krieg's hier dann voll ab. Ja. Geh ein bisschen in Deckung, wenn's geht. Von wo? Von hinten. Okay, warte, ja, ich kümmere mich rum. Ah! Das macht kaum Schaden. Nein, was? Verlieren wir nicht. Alter, wir. Das ist einmal hingerannt. Das war, glaube ich, alles, oder? Was? Überhitzt. Scheiße, falsch gedrückt. Oh, lala. Oh, ich bin unten. Aua. Stirb jetzt. Nice. Machen Sie sich bereit für eine noch größere Herausforderung. Was? Hör doch auf! Da hinten ist ein Herz, das müssen wir uns holen. Ja. Ja, wir nehmen die aber jetzt erst fertig ein. Oder geh du zum Herz. Nee, bleib hier. Nimm das Power-Up noch mit. Es gibt ja immerhin 3 Power-Ups. Oh. Boah, da kommen sie schon, ey. Jetzt übertreiben sie es aber. Komm, das was. Ding ist her! Ah, wir chillt. Jetzt komm, irgendwas nehmen. Orbital Strike habe ich. Ich habe Fahrzeug geschützt, das muss ich auf jeden Fall aufheben. So, komm. Das Herz, ja. Da ist er. Weg ist er. Ja, da links von uns. Ich höre irgendwie, glaube ich, nochmal ein ATSD, kann das sein? Bitte hoffe nicht, ey. Aber ich habe ein Fahrzeug geschützt. Das macht das Ding eigentlich relativ gut platt. Und wir haben noch ein Collectible dahin. Boah, da sind ganz viele. Und wir haben noch ein Collectible, so. Nutz auch mal ruhig deine. Oh, boah, da rum. Fuck. Überhitzt. Deine Granaten, die du hast da, diese. Ja, klar. Die sind ja für die Infanterie gedacht. Oh, das war jetzt ganz einfach. Ja, aber zum Durchatmen, ne? Okay, so, sammeln wir mal da das so Zeug schnell ein. Ja. Weil mich schon. Oh Gott, oh ja, Gott. Ja, hör oh doch Gott. Auf. Was? 10 plus, Alter. Willst du mich verarschen? Sie, da hinten sind sie nur. Oh, ein Feind erfasst mich, verarsche ich nicht. Alter Latz, ey. Fuck, ich komm mal zu dir. Ja, ich stehe gerade auch nicht so geil. Boah, ich komm von hinten. Ey, ich bin da. Boah, fuck off, Alter. Oh, lass sorry. Uns mal zu einem Ende der Map irgendwie gehen, dass sie nicht hinter uns kommt. Ich versuche nur.
Der mit seinem dummen Schild. Oh, Feind erfasst mich. Feind erfasst mich. Oh. Mich auch, mich auch, mich auch. Da hinten kommt einer. Da ist er. Bam, weg mit ihm. Uiuiui, uiuiui, uiuiui. Ey, scheiß Shocktrooper, ey. Stirb. Was er einfach aushält. Boah. Leck mich. Okay. Versorgungskapsel abgesetzt. Und wo? Ich hör's immer irgendwo. Jawohl, perfekt, gerade bei uns. Ah, genau, hier, super. Gleich mal einnehmen. Das ist super hier. Ja, hier ist echt nicht schlecht. Wir können halt nur von vorne kommen, das ist halt ganz gut. Ja. Nein! Ja gut, ich habe jetzt das Geschütz, pass mal auf. Ich habe noch einen Orbital Strike, also der kann ruhig ja kommen. Oh! Fuck, fliege ich da runter, so eine Scheiße. Also, ich stell das mal da oben auf, schnell. Dann zieht da das kommt schon. Dann. Oh, da kommt's schon. Und die halten einfach viel mehr aus. Alter, das haut gut rein, das Geschütz. Aber die schießen so unser Geschütz ab. Schnell Penner, der ist unser Geschütz abschießt. Boah, sehr nice. Haben wir ihn ja mal. Komm, holen wir's. Boah, boah, ich krieg grad richtig auf die Fresse. Ich hab eine Raketenwaffe bekommen. Okay. Ah, dann spare ich noch. Schnell. Oh, ich hab einen Thermal Exploder. Ja, auch nicht schlecht. Das Imperium ist ein Schloss. Nice. Durchhalten. Also die Dinger bleiben hier auch. Also, wenn da ist ein Herz hinten. Ja, lass gleich mal holen. Sollen wir gleich nochmal zurücklaufen, dort wo wir gerade waren? Ja, können wir mal gern machen. So. Schattentruppen, Alter. Oh ja, das sind ja, Dark Troopers. Lass mal kurz zurück, da haben wir noch nämlich noch einen. Einen habe ich weggesnackt. Power up. Bei mir schon. Boah. Vorne haben wir auch nochmal ein Power-Up, ne? Wenn die auf der Map auch angezeigt. Ja. Oh, da kommen sie schon. Mama, ich werde mal mutig sein und. Oh, da läuft schon ein Schattentruppe rum. Komm, die muss sitzen, die muss sitzen, die war gut geworfen. Boah, ja, hier gesessen. Ich krieg das schon unten noch ganz viele. Oh, das war die falsche Taste, egal. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Jawohl, ich hab ihn. So, zwei haben wir noch. Schattentruppe war hier irgendwo auch mal noch. Ich weiß zwar nicht, was die können, außer böse aussehen, aber. Oh, da ist noch ein Sniper. Der ist weg. Schatten. Der ist unsichtbar! Ah, das erklärt's. Wir haben gerade gedacht, was flimmert denn da rum? So, warte, ich hole gerade das Ding da hinten nochmal, schnell. Weil ich habe mein Ding verschwendet. Nice, und Power so. Up. Ich habe nochmal ein Fahrzeug geschützt. Sehr gut. Ja, hier hinten können wir uns eigentlich gut verschanzen ein bisschen, ne? Ja, ist ganz okay. Hier müssen sie ja nämlich alle durchlaufen, so an diesem. Da hinten spielt das schon Schadetruppen. Ah ja. Gerade hier ein bisschen vercampen. Oh, da ist ein Schattentruppe. Auf YouTube werden wir das nicht sehen. Die denken jetzt alle, wo schieße ich denn hin? Aber da ist sie. Vorsicht, die kommt hier. Boah. Ja, ein bisschen Kreuzfeuer ist, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn ich jetzt hier mehr so links bleibe, du mehr rechts. Die müssen auf jeden Fall hier hin. Pass auf, aber da war eine Schattentruppe unterwegs, ne? Ich habe die noch nicht getötet. Die ist bestimmt hier irgendwo noch. Ist auch noch der eine. Ich sehe sie noch nicht. Da ist er. Wir verraten uns! Hier wird's! Da! Alle feindlichen Einheiten besiegt! Leute! So läuft's, ne? Jetzt verstehe ich, warum Fabi so lange gebraucht hat. Es dauert einfach nur ewig. Wo ist die? Scheiße! Ah, hier, direkt! Ja, ja, perfekt, ich bin da. Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen sehr offen stehen. Ja. So, ich hol, geh gleich hin. Na egal. So, ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Wo ich das scheiß Geschütz hinstelle. Von hier vielleicht, ja. Geile Sache. Ja, da kommt er auch. Wunderbar. War mein Instinkt richtig?
Das Geschütz ist richtig geil, Alter. Boah, mein Gegner erfasst. Da hinten kommen sie. Ja, ich seh's. Ich wurde erfasst! Fuck, 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 fuck. Ey, wir stehen gerade ein bisschen. Boah. Wie viel der aushält, der Affe. Da kommt er. Ist der ADS hier noch da? Wo ist denn der? Nicht mal lang. Der ist weg. Okay, perfekt. Ja, das Geschütz haut gut rein. Neue Power-Ups. Und wieder Raketenwerfer. Ich habe Infanterie geschützt diesmal. Hinter uns. Da unten. Ich sehe schon, da unten lauft er irgendwo. Geronimo! Nice! Unglaublich! Aber die größte Herausforderung kommt noch! Woher weißt du das eigentlich? Ja, das ist General Akbar, Mann, der weiß alles. Der umschmerzt sich Holz. Der hat auch zielstrebig in Episode 6 gleich erkannt, dass es eine Falle ist. Ja. It's a trap! Berühmtester Spruch. It's a trap! So, Oh, okay, aber wir stehen wieder ganz okay. Ja, ich bin gerade noch am Überlegen, wo ich das scheiß Geschütz. Ich glaube, ich stell's hier oben hin. Pass mal auf. Da unten sind nämlich schon ein paar. Oh Gott. Ich hab einen Schattentrupper gesehen. Ich erwarte jetzt nur gleich, bis es heißt, Dinger fasst mich. Sniper weg. Auch weg. Halt nicht so viel aus. Die halten so viel aus, gell, die Ding. Oh. Der hat das Geschütz geschossen, der Idiot. Danke. Da ist der Schattentrupper, der schießt auf Geschütz. Nicht auf uns. Das ist auch okay. Ja, Ablenkung ist alles. Ich hol mal das Ding hier vorne. Weil das haben wir ja noch. Boah, Welle 13, weißt du, zwei Wellen noch, Leute, ey. Zwei Wellen noch. Ich habe noch einen intelligenten Raketenwerfer. Den habe ich auch noch. So, lass mal wieder da hinten hin, wo wir vorher waren. Das war gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, komm. Diese Collectibles müssen wir irgendwann anders mal suchen, keine Ahnung. Oh, da kommen wieder. Oh, der kommt sogar von da hinten, wo wir eigentlich hinwollen. Dann laufen wir denen mal entgegen. Räumen wir mal da auf. Ein Hammer. Klang ja gerade nicht so geil. Rakete war im Anflug. Okay. Ja, wenn die trifft, ey, ich glaube, das tut richtig weh. Bis jetzt konnte ich auch noch immer gerade so ausweichen. Ah, da oben ist er. Der Raketenmensch. Das Geschütz da hinten ballert immer noch. Das ist halt echt. Oh, die haben das Geschütz zerstört. Oh, Rakete mal, guck. Ihr Schweine! Boah, der hat mich getroffen. Aber ich hab's überlebt. Ah, fuck off, Alter. Alter, wie schön der schluckt! Au, au, au. Alter, es sind jetzt nur Infanterie-Leute. Verstecke ich ein bisschen. Ich gehe wieder hier hin und nimm's ins Kreuzfeuer. Der ist down. Ja. Ich nehme doch schnell das Ding hier auf. Da ist noch einer. Stirb! Hab ihn einer noch? Wahrscheinlich eine Schattentruppe. Da ist sie! Da ist sie! Jawohl! Letzte yes. Welle! Letzte Welle! Ich bleib gerade hier bei dem Ding hier. Bleiben wir gleich hier, genau. Zum Ding aufnehmen. Oh, wo ist die bitte? Oh, ich kann mir schon vorstellen, ja genau, ganz da unten im Dorf, ich hab's genau gewusst. Oh Gott, Alter. Ja, das sagst du nur so leicht, Alter. Komm, drei ATS, die sind unterwegs. Oh Gott, Alter, das ist ja. Wir stehen mittendrin, lass uns da hochgehen. Position auf, fuck, wurde erfasst. Oh, das ist ja richtig, richtiger Scheiß hier. Wow. Lass uns da hochgehen hier. Ja, das Problem ist, ich muss hier. Da hinten ist der ATS. Mach mal. Gib mir mal Rückendeckung. Ah, komm. Oh, fuck off. Oh, shit. Alter, schieß auf den ATS hier mit deinen Ding. Waffen. Boah, ich muss. Weg ist er. Gut, nice. Der ist auch weg. Gut, Kapsel fertig. Ja, wir haben es eh geschafft. Ein Gegner noch. Infanteriegeschütz, stellen wir gleich auf. Was haben wir noch? Truppschild. Alles klar. Oh, das war nicht schlau. Sie haben das Imperium zurückgeschlagen. Wir holen sie jetzt ab. Danke, wir haben es geschafft. Alles klar, jetzt kommt gerade noch eine Endziehen. Juhu. Da einfach mal einen Sternzerstörer zerstört. Jetzt kommen sie mit dem X-Wing. Ja, nur wir zwei haben den Sternzerstörer zerstört. Ja, genau. Epic. Sehr schön. Boah, Alter, das sieht schon geil aus. Also grafisch.
Kann man nichts dagegen sagen. So, gucken wir mal an. Wellen abgeschlossen, haben wir beide 15 geschafft. Wer wundert's? Gegner besiegt 66 zu 62, also relativ ausgeglichen. Kopfschüsse habe ich ein bisschen mehr verteilt. Verschwendete Leben. Eins. Ja, eingesammelte Leben hast du dafür aber wieder mehr. Passt also alles. Im Ganzen 19, 14 haben wir es geschafft. Wer also auch Battlefront im Koop spielt, kann versuchen, diese Zeit zu schlagen. Ist, denke ich, möglich, aber wir sind schon ein gutes Team, ja? Das war schon ganz gut, kann man auf jeden Fall sagen. So, ja, das war jetzt auf jeden Fall mal eine Mission, Missionsmodus, ja? Das klingt immer sehr lustig. Ja, wir werden definitiv auch mal wieder so einen Wellenmodus machen. Wir haben ja noch drei Planeten ausstehen, das werden wir immer mal zwischenrein zu den Multiplayer-Folgen machen. Genauso haben wir noch diesen Gegeneinander-Spielmodus und das ist, glaube ich, auch ganz lustig. Da werden wir sicherlich auch mal reinschauen. Also, seid gespannt. Wir sind auf jeden Fall raus. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ja, freut euch auf weitere Folgen von Star Wars Battlefront. Bis dann. Ciao. Ciao.